Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! Talented players on the pitch. I hope they offer us a show worthy of their status. I'm liking the look of this game. Looking at the ratings, this team has the advantage. Will they be able to capitalize on it? Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Blood Bowl 2 mit dem Blood Bowl Chaos Squad gegen komische Hochelfen. Habt ihr gesehen, diesen merkwürdigen Starspieler ohne Augen? Uah, gruselig. Da verlassen wir uns doch lieber auf unseren dreiarmigen, zweigehörnten Spieler. Cointos. They love playing with the ball. So. It would be inspired to put some players near the end zone, just in case. Erste Sache, die wir machen, die Zwischensequenzen wieder ein bisschen raus und die Kommentatoren ein bisschen leiser. So, alles klar. Wen wollen wir denn im ersten Turn drin haben? Ich glaube, der... Ja, doch, den Bero lasse ich drin. Ja, Plastiklöffel kann mal zugunsten von Koali weichen. Und Freak oder Mischka. Ich glaube, ich möchte den Freak drin haben. So, Plastiklöffel haben wir draußen. Manu will ich drin haben statt dem Freak. Manu ist nämlich auch kurz vorm Aufleveln. Freak auch ein bisschen, aber der Manu ist näher dran. Okay, außerdem hat der Mann Tackle. Alles klar. Koali hat auch Tackle. Kuriminus hat noch kein Tackle, aber der ist auch kurz vorm Aufleveln. Vielleicht nehmen wir lieber statt Backfisch lieber den Mischka. In der Verteidigung einfach besser als Backfisch. Und bestätigen die Einstellung. Ich weiß noch gar nicht, wenn der Bero denn mal irgendwann in seinem Leben auch mal aufleveln sollte, was ich dem dann geben. Ist ein bisschen schwierig für den da vorne. Wenn er kriegt, wenn er Zugriff drauf hat, kriegt er Ausweichen auf jeden Fall. Ja? Weil er steht da immer da vorne in der Heim. Die Elfen, sie können die Bälle nicht fangen. Naja. So, das war ein ganz schöner Sprint. Okay. Die Last Princess. Unerschrocken. Ja. Okay, der Starspieler geht weg vom Ball. Kann der überhaupt alles Tolles? Der hat Pass verhindern und Kick und hau weg das Leder. Also irgendwelche Scheiße, die keinen interessiert. Okay, was habt ihr da hinten? Geschicklichkeit 5, okay, der wird nervig. Okay, und Koali wird wieder als erstes gehauen und gestochen. Aber bei Hochelfen ist das ja eher mit Wattebäuschen beschmeißen, oder? Okay, da ziehen sie sich schon wieder zurück. Jawohl! Da fliegen die ersten von den neuen Wiederholungswürfen. Aber es hilft alles nichts. Mit 2 plus muss man auch erstmal würfeln können. So. Okay, ich mache mal eine große Fresse. Wahrscheinlich geht es mir jetzt nicht besser. So, hier erstmal der ersten Elf ein bisschen vermoppen. Bam. Oh, direkt mal gelähmt. So, der hat... Stärke 3, der hat auch Stärke 3, hat irgendeiner von denen unterstützen. Der unterstützen ist irgendwas davon unterstützen. Ich weiß gar nicht mehr,
wie dieses scheiß Ding aussah. Abrollen, okay. Kommt mir das nur so vor, oder sind die Symbole ein bisschen anders geworden? Ich glaube, das kommt mir nur so vor. Okay, dann haben wir den. Der hat keinen Blocken, das heißt, der wird jetzt hier ordentlich in den Boden gestampft und der Bero darf ausnahmsweise auch mal hauen hier. Auch der hat keinen Blocken, aber der Bero hat welche. Bam. Okay, Ringen. Und ja, wollen wir die hier hauen? Wir wollen die hauen, aber ja noch nicht sofort. Erst gleich. So, und ist hier denn einer dabei, der mich ziemlich nervt? Ziemlich viele unerschrockene Spieler hierbei. Blocken. Der ist ein ziemlicher Kracher, was das alles angeht. Probieren wir den nochmal zu blitzen hier. Einen starken Blitzer von den Hochelfen hier. Okay. Ausweichen, aber wir haben ja Raserei und können noch mal hinterher. Wir versuchen den Wiederholungswurf, ist ja beim... Ah, nee, ich schaff's doch nicht. Okay, dann ein... Ah, wir sind schweres Gerät. Ah, Glück gehabt. Gut, gehen wir nicht zum Boden. Aber wir haben einen Wiederholungswurf verschwendet. So, und der Rest der Truppe wird jetzt hier mal ein paar Elfen fangen. So, den Mischka mal ins Backfield, falls einer durchbricht. Und dann geht's los, zu beenden. Viel zu wenig Hochelfen am Boden, das sieht nicht gut aus. Für die. Lange überlegte Hochelf. Nö. Schön auf die Seite ausweichen. Und dann versucht er einen Käfig zu bauen. Ja, gespannt. Okay. Das war kein vernünftiger Käfig hier. Ist noch ein Blitz oder sowas? Oh, der Manu kriegt's ab. Aua, aua. Okay, jetzt wird's halbwegs ein guter Block hier gegen den Ball. Okay, der übergibt an uns. Dann starten wir doch mal mit den Verprügeln eines Starspielers. Gehen wir hier neben den Blood Scorpion. Und gelähmt, jawohl. Aufstehen. Aufstehen. So. Dahin. Darf der Cartman nämlich auch noch zuschlagen. Jawohl, der erste ist in der K.O.-Box. Leider können wir in diesem Zug keinen vernünftigen Druck auf den Ball aufbauen. Aber wir können ihn damit zumindest versuchen zu bestrafen, dass er sich hier an die Seite gestellt hat. Ja. Indem wir dieses schön... Obwohl, das der... Gewandt. Wir werden es gleich erleben. Ne. Bin die Fans. Und tschüss. So, dann habe ich sogar noch ein bisschen Platz zum Laufen. Und werde auch hier mit dem Mischka ein bisschen nach vorne laufen. Und der Blood Scorpion darf auch noch mal hier den Blitzer hauen. Ja, zum Boden mit dem Porschen. Bam. Jawoll, da ist der Casualty. So,
Und was machen wir hier? Der Lestrak, der kann da stehen bleiben, der steht da gut. Leider gerade niemanden zum Verprügeln. Okay, das ist ein Risk. Minus sogar. Boah, und der kriegt den sogar. Der arme Manu. Okay. Okay, das war sehr, sehr unwahrscheinlich. Tut mir leid, Manu. Das ist ja nur die K.O.-Box. Kannst ja wiederkommen. Aber das ist ein hinterhältiges Spiel wieder, der Hochelfen. Habt ihr das gesehen? Hier durch 1000 Tackle-Zonen durch. Ein Minusblock an der Seite des Spielfeldes. Und dann klappt das noch alles. Mit zwei Go-For-Its auch noch. Ich glaube sogar mit drei. Und dann hat er Sprinten. Ringen. Abrollen. Ne, da waren nur zwei. Naja. So, jetzt wird es gleich langsam ein vollwertiger Käfig hier. Aber er bewegt sich auch schön hier in meine Tackle-Zonen. Das läuft. So, die sind ein bisschen scheiße hier. Die sind nämlich zu zweit. Das gefällt mir nicht. Stellen hier mal den Cartman hin. Und hier den Beru. Und dann darf der Koriminus einmal schlagen. Der hat Blocken leider und Ausweichen auch noch. Der kann der Koriminus nicht viel machen. Gewand hat er auch noch. Bleiben wir stehen. So, dann wird hier der Samur einen Blitz machen. So, der hat auch... Ich wiederhole das mal. Ja, wir haben kein Glück beim Blocken. Folgen. So, hier geht's noch einen weiter. Tackle! Und folgen. Sieht gut aus. Loridus einmal nach hier hinten. Und dann können wir den auch hauen und uns mal rächen. Der hat keinen Blocken. Ringen hat er, aber ist ja egal. So, dann haben wir noch den Frank über. Den ziehen wir auch mal nach hier unten, weil ich fürchte, hier wird gleich ein Versuch unternommen, hier durchzubrechen. Und den Blattskorpion stellen wir mal hier hin. Dann muss er zumindest durch die Tentakel durch. Und durch den Klammerschwanz. Aber gut, er hat ganz viele unerschrockene Spieler hier. Könnte also auch versuchen, den Blattskorpion wegzublocken. Bin gespannt. Ah, der eine geht schon mal wieder zurück. Das ist gut. Das ist eine Good News. Abrollen. Okay. Ausweichen von Koriminus. Koriminus gibt uns den Elf. Vielleicht war er früher mal einer, wer weiß das schon bei Tiermenschen so genau. So, der hat Block. Komm, schieb den mal. Darfst ihn schieben. Dadurch ist der Ballträger wieder frei zum Laufen. Ah, schön. Okay. Wir sind dabei. Einmal aufstehen hier, bitte. So. Wie stellen wir das am besten an? Der könnte den hauen. Ja, einmal. Und bleiben. Sehr schön. Du gehst hier hin. Du. Blattskorpion muss den erstmal umhauen hier. Perfekt. Und in die K.O.-Box. So, dann können wir den hauen.
Der ist immer noch hier gefährlich und könnte vielleicht sogar versuchen, einen Touchdown zu machen. Abwehren, alles klar. So, dann versuchen wir mit dem mal hier hin. Okay, jetzt muss er hier in eine Tackle-Zone, hier in zwei. Ein bisschen gutes Abdecken hier. So, und der versucht jetzt mal hier den Ballträger zu hauen. Und schafft das gleich hoffentlich auch. Sehr schön. Und folgen. Bam. Da verlieren sie den Ball. Okay, dann sind wir noch ein paar Einser-Blocks. Die machen wir auch. Den schieben wir weg. Wo will er hin? Nach da. Alles klar. Wir bleiben hier. Und hier haben wir noch einen Einser-Block. Der geht zu Boden. Folgen. Jawohl, gelähmt. Und auch der Cartman hat einen Einser-Block. Der schiebt seinen Gegner auch ein bisschen durch die Gegend. Und folgt ihm. So, haben wir noch irgendeinen, den wir neben bewegen können? Nein, haben wir nicht. Wir beenden den Zug. Sieht gut aus, der Ball ist frei. Wenn da einige Elfen vom Spielfeld. Jawohl, da kommt der nächste Wiederholungswurf. Ja, mit Gewandtheit 5 hätte ich das aber auch gemacht. Dann macht die Tackle-Zone quasi nichts mehr aus. Bam. Ja, Mako Ali. Ja, und da kann er keinen Wiederholungswurf mehr starten. War auch in, hier in der Tackle-Zone reingelaufen auch noch. Und hatte, glaube ich, nicht Gewandtheit 5 wie der andere. Okay, hat der denn gewandt? Hat der gewandt? Wurfsicher, sicherer Pass, ausweichen. Kein Gewand. Oh, dann müsst ihr jetzt wohl wahrscheinlich in die Fans. Ab in die Fans bleiben. Ab in die K.O.-Box. Und wo geht der Ball hin? Das ist jetzt entscheidend. Wo schmeißen die Fans den Ball zurück aufs Feld? Oh, weit in unsere Hälfte. Das ist nicht gut. Kommt da irgendeiner? Der Bero kommt da nicht ran. Riminus kommt da nicht wirklich dran. Wo ist denn der Mischka? Hier hinten? Ja komm, lauf schon mal in die Richtung. Zumindest. Alles klar. So, und dann werden wir hier die Chaoskrieger noch an die Seite ziehen. Das ist hier ein bisschen aufgeräumt wird mit den Elfen, die hier versuchen durchzubrechen. Ah, ich hätte den da hinschieben sollen. Ich Idiot. Hätte der Frank auch nochmal drauf klöppeln können. Stattdessen werden wir den jetzt hier zur Sicherung ein bisschen rausziehen. So. Du machst hier mal zu. Und der Blood Scorpion hat nochmal was zum Prügeln. Bam. Und rasend. Jawohl, das schafft er. Bam. Ach, leider kein K.O. oder so. So, geblitzt haben wir ihn hier. Coriminus. Den können wir da so stehen lassen. Oder ziehen wir in ein Feld zur Seite. Wir ziehen in ein Feld zur Seite. Da machen wir nämlich hier ein bisschen mehr zu. Und beenden den Zug. Okay. Aufstehen der Hochelfen. So, und da versucht er mit zwei Go-Forts auf den Ball. Muss aber schon einen Wiederholungswurf schmeißen und schafft auch den Wiederholungswurf nicht. Das ist Glück für uns. Alles klar. So, dann würde ich sagen, fangen wir das Prügeln wieder an. Jawohl, eine Casualty durch den Frank. So ist das doch schön.
So, du stehst auf und stellst dich hier neben den Elfen. Nicht, dass der gleich auf dumme Gedanken kommt. Beru, hau mal den Elfen. Bleib stehen. Keine Casualty. Hier gehe ich mal auf Nummer sicher und hau mit dem Samu anstatt mit dem Blattskorpion, weil der Blattskorpion ist immer ein bisschen unberechenbar. So. Und der Mischka schnappt sich den Ball. Und läuft mal ein bisschen zurück. Und den Elfen müssen wir noch blocken, falls er gleich wieder aufsteht. So, dann haben wir noch einen Blitz frei. Dann kann Cartman hier blitzen. Einer hat gewandt, alles klar. Folgen. Bam. Tja. Gelähmt. Alles klar. Ja, sonst stehen alle ganz gut. Zug beenden. Sind da eh nur noch 4 Elfen im Spielfeld. So muss das sein. Gucken, ob wir es noch hinkriegen, die in der Halbzeit alle vom Spielfeld zu kriegen. Autsch. Okay. Gut. Hauen. Und der nächste Chaoskrieger darf schlagen. Was ist denn das für ein komisches Wort? Zack. So. Mal hauen vom Kuriminus. Und folgen. 2 Starspielerpunkte. Das sah aber jetzt gerade nicht nach verletzt aus, aber gut. Nehmen wir mit. So, hier einmal. Okay. Okay. Blitz. Hilft dir dein Ausweichen auch nichts. So, dann kannst du dich noch was bewegen. So, und ich würde sagen, der Mischka geht mal hier rüber und schmeißt den Ball mal zum Beru. Hoffentlich kann der Beru den auch fangen. Nein, Beru! Fang den Ball! Ah, puh. Alles klar. So, und dann wird der Beru sich in diese Richtung bewegen. Ist da hinten noch ein Elf? Oh, da ist noch ein Elf. Okay. Nee, der muss zuerst weg. Aber der Blattskorpion will nicht. Das ist nicht gut. Ja, komm, pass auf. Dann läuft der jetzt hier hin. Wir haben noch 2 Züge. Heißt, ich muss den Beru jetzt auf irgendeine Art und Weise jetzt hier rüberbringen. Dann bewegt er sich jetzt hier hin. Das ist ein bisschen risky. Aber wenn man einen Touchdown machen will, muss man auch was riskieren. So, da ist der Blitz. Ist auch ein 1er Blitz. Sehr schön. Jawohl, da haben wir Glück gehabt. Wurde unser Risikomut belohnt? Alles klar. So, schaffst du es so in die Endzone? Du brauchst ein Go-For-It. Aber wir versuchen ja vorher noch ein paar Elfen zu schnetzeln. Oh, nichts, alles klar. Blattskorpion. Hat wieder keinen Bock. Ach, warum hast du denn jetzt wieder keinen Bock, Blattskörbchen? Was ist das hier unter deinem Niveau oder was? Folgen.
Okay. Keine Casualty. So, und dann Beru. Touchdown. Yay! Und sogar der Aufstieg damit für den Beru. Was ist denn mit den Grafiken los hier? Warte mal. Ah, ich hatte die Touchdown-Sequenzen. Okay. Nö, die Touchdowns waren... Ah, tut mir leid, Beru, oder konnte man deinen Touchdown-Jubel jetzt nicht sehen? Ah, wieder ein vollständiges Suchhelfenteam hier auf dem Feld. So ekelig. Bah. So, Manu ist auch wieder am Start, glaube ich. Was ist jetzt? Ja, oh, kommt Manu aufs Feld. Für wen? Hier für Bugfish. Ist eh egal. Wir stehen hier vorne an der Line. Wohl? Nee. Das ist ja unser Turn, ne? Zug 9. Zweiter Halbzeit. Das heißt, wir müssen noch Bugfish wieder einsetzen. Den Bero können wir dann auf die Ersatzbank schicken inzwischen. So, Preak, Mischka, alles in Ordnung hier. So, wir gehen und versuchen gleich mal bei rechts vielleicht hier was zu reißen. So, wo ist denn der Samu? Der kann nicht so gut laufen. Das heißt, der muss hier möglichst weit in die Richtung, wo wir auch hinwollen. Der Eloridas kann auch vorne an die Line. Lestra kann da außen bleiben. So, ich kann auch doch darstellen. Das ist doch mal eine gute Einstellung behalten. Und der Hochelf hat auch ziemlich aggressiv aufgestellt hier vorne. Er möchte sich wohl prügeln. Boah. Cartman wurde von einem Stein beworfen. Was sind das für eklige Hochelfen-Fans hier im Stadion? Oder waren es etwa unsere eigenen? Das war es mal bei Blood Bowl. Wieso genau? So, wir starten hier mit dem Lesrak. Nicht so gut. So. Dann geht's hier weiter. Ball ist hier ganz hinten. Dann laufen wir mit Bugfish schon mal daneben. So. Kuriminos. Prügeln ist deine Aufgabe. Ab in die K.O.-Box. Sehr gut gemacht, Kuriminos. Auch hier gibt es jetzt einen in der K.O.-Box hoffentlich. Je weniger Elfen auf dem Feld, desto besser. Ist der gewandt? Ist er nicht. Dann hoffen wir, dass wir den Bloodscorpion freigeblockt kriegen. Knapp ihn dir! Ah, das wurde gewandt. Ah, hier, ja, übersehen. Dummheit, schade. So, Manu, einmal nach vorne. Und der Mischka geht auch nach vorne. So, der linke Teil des Spielfelds ist noch ziemlich elfenverseucht. Aber der rechte sieht schon mit am Boden liegenden Elfen ganz gut aus. Da kommt der Blitz. Ja, er macht hier doch schon zu.
Okay, unser Zug. Hinterher, Lesrak. So, Gewandtheit 5 hat auf dem Spielfeld nichts verloren gegen uns. Wisst ihr noch das eine Spiel, wo Backfisch auch mal Gewandtheit 5 hatte? Damals. Vor der Verletzung. So, hier, Manu, Zeit von Casualty, würde ich sagen. Hm? Ah, leider nicht. So. Backfisch holt sich mal den Ball. So, und dann gibt es jetzt hier Kazala von Koriminus. Ja, schön neben dem Blattskorpion pushen. Hm, ach, hier. Jawoll, raus mit dir! Ein Elfenspieler weniger auf dem Spielfeld. So. Blitz haben wir schon. Der muss noch den Mittelweg zumachen. Und den Mischka bringen wir auch mal nach hier vorne. So, und dann beenden wir den Zug. Und dann wollen sie sich mit dem Lesrak anlegen, hier vorne. Oder auch nicht. Ich verstehe das manchmal nicht, weißt du? Irgendwie der eine läuft in die Kickelzone rein, der andere läuft raus. Ist ein bisschen eigenartig alles. Aber gut, es ist der Computer. Haha. Nicht gegen uns. So. Wo starten wir? Hier versucht er uns zu umrunden. Gucken wir mal, dass wir hier auch ein bisschen niedergeschlagen kriegen hier. Tackle. Und weg mit dir, das ist sehr schön. Da schieben und der Cartman darf auch noch mal draufhauen. Sehr schön, damit wird der noch in die Tackle-Zone gezwungen. Braucht gar nichts, Cartman. Cartman ist heute nicht in Form. So, Mischka. Folgen. Sehr gut. Und hier geht das Geprügel auch weiter. Gelähmt. So. Schnappt ihr den mal. Backfisch läuft wieder was nach vorne. Jetzt langsam müssen wir auch mal aufpassen auf Backfisch. Deswegen stellt sich hier mal der Koriminus direkt daneben. Steht da noch einer? Da liegt einer, aber der ist K.O. Komm, Manu. Und darf also blitzen. Bleiben. Ja, sehr gut. Raus. Alles klar. Leider keine Casualty. Wir
Jetzt ein Blitz. Schon ein Verzweiflungsblitz. Ja, guck mal, der hätte auch vorher dahin laufen können und hätte einen Doppelangriff gehabt, aber gut. Wenn er eh vorhatte, den hier rüber zu ziehen. Alles klar. Dann atmen, walte deines Amtes. Wird leider ausweichen. Ja, wir haben ja noch den Lesrak. Gegen den hilft das Ausweichen nicht viel. Komm, Wiederholungswurf. Ah, es hilft einfach nicht. Schieben wir ihn ein bisschen weiter Richtung Fans. So. Der Frank wird jetzt ihn hier hauen. Das ist noch einer, der ziemlich stark ist hier mit vielen Fähigkeiten. Hoffen wir, dass wir ihn vom Feld befördert kriegen. Ja, kriegen wir. Perfekt. Und dann darf er sich noch bewegen und bewegt sich mal hier daneben. Und was ist das denn für ein merkwürdiges Ding hier? Profi, achso, okay. Und fliegender Tackle, alles witzige Talente hier. Okay. So, wir bereiten den Manu schon mal vor, dass er vielleicht nachher einen Touchdown werfen darf. Q-Minus einmal nach hier. So. Da. So, er wird jetzt versuchen, hier mit dem rauszulaufen und den und Backfisch zu hauen. Aber da steht der Blattskorb hier neben. Das heißt, es wird nicht einfach. Bin gespannt. Nee, er macht's nicht. Er macht's mit dem. Okay. Schafft es sogar. Aber Backfisch hat Ausweichen. Er schiebt sie Richtung Fans. Fiese Tricks der Hochelfen hier. Yo, beim Ausweichen verletzt. Und seht ihr den Lesrak, wie er da hinterher schon. Nein, ich wollte den verletzen. Traurig, traurig. Dann komm mal hier rüber, dann darfst du hier hinten gleich Elfen hauen. Cartman auch, es ist auch ein bisschen traurig, dass er da keinen hauen dürfte. So. Der Manu soll ja einen Touchdown machen, ne? Aber erstmal müssen wir den hier hauen. Gewandt. Okay, er will weg vom Ball, alles klar. Nehme ich. Gut. Der Frank haut den. Perfekt, der hat doch kein Ausweichen, kein nix. Folgen. So. Mehr Tiermenschen Richtung Ball. So, der muss auch noch ein bisschen glauben hier. Kein Ausweichen, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wenn wir den ein bisschen einkesseln. Manu einmal hier an die Seite. Und Plastiklöffel, Backfisch daneben. So, und dann gibt's den Pass auf den Manu. Yay! Der Manu muss gleich auch noch einmal zurückschmeißen, weil sonst hat er gleich keinen Aufstieg. So. Mischka, sollen wir denn das Foul riskieren?
Nee, es lohnt sich, glaube ich, nicht. Wie einer ausbüchst. Habt ihr das gesehen? Unmöglich. Okay, der hat sich sogar getraut, jetzt hier aufzustehen. Klare Sache für Coriminus. Und noch einer in der K.O.-Box. So, hier. Lesrak, fang den mal ein. Es geht ja gar nicht, was er hier macht. Umzingelt ihn. So, egal wo er rausläuft, er muss immer durch zwei Tackle-Zonen. Aber hier nicht. Aber gut, da läuft er nach Timbuktu oder so. Ist klar. Dann der Pass von Manu auf Backfisch. Und Backfisch wird den Ball zurückgeben. Na, Manu, wirst du wohl den Ball fangen? Okay, alles klar. So. Den auch noch ein bisschen einmauern hier. Und dann übergeben wir an die zwei Elfen, die noch im Spielfeld sind. Und er geht tatsächlich noch da raus. Und schafft sogar den Block durchzukriegen. Nein. Wahnsinn. Was der da alles so durchbringt hier. So, Frank. Hat der Blocken? Der hat Blocken. Folgen. Loridas, hau ihn, schlag ihn, gib ihm den Namen. Er bleibt auf dem Feld. Okay. Mal zurück in die Crowd hier, würde ich sagen. Schieben. Ach, scheiße, der hat ja gewandt. Ich bin ein bisschen unkonzentriert wieder hier. So. Jetzt aber egal, wo du rausläufst, du läufst durch zwei Tackle-Zonen, mein lieber Freund. So. Komm, wir machen jetzt einfach den Touchdown hier. Dann haben wir noch... Obwohl, ich will den noch umhauen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann rächt, vielleicht, aber... Hoffen wir nicht. Mal hier zumachen. Unterstützung und Zug beenden. Für den Fall der Fälle. Ein Negativblock. Schade. So, wer will denn noch mal hier? Mischka, Cartman. Ja, hau. Dreier. Komm, den können wir raushauen, hier den Wiederholungswurf. Und bleiben. Oh, Klaue und Knochenbrecher und nichts passiert. Unmöglich. Naja, Touchdown durch Manu. Und der nächste Level Up dadurch. Yay!
Manu hat sich sein eigenes Horn durch die Schulter gerammt, habt ihr gesehen? Das muss doch wehtun, Manu! So, nee, Beru, du darfst nicht an der Line stehen. Lass da mal jemand anderen stehen. Den Preak. Komm, der Preak hat heute noch gar nicht auf dem Feld gestanden. Ansonsten ist alles in Ordnung. Komm, hier. Einstellung bestätigen. Die paar Elfen, die jetzt hier noch am Feld sind, werden eh nichts reißen. Nicht in einem Zug. Wir dürfen einen kostenlosen Zug machen. Das ist doch schön. Wer ist das hier hinten? Wo ist denn der eklige Typ? Was hier war der, ne? Oder war das der? Ich glaube, der war das, der eben so nervig war. Wir ziehen mal Koali auf das Feld, wo der Ball hinkommt. Yay! Bauen hier mal ein bisschen zu. So. Kuriminus. Der hat ausweichen, verdammt. Mischka-Tackle. Frank kann auch noch ein Casualty gebrauchen. Blitz! Wiederholungswurf! Komm, Casualty für den Frank! Gib mir den Casualty! Na, nur K.O.-Box. Schade. Ich habe alles versucht, Frank. Ich habe alles versucht. Aber es ging nicht. So, jetzt bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Im letzten Zug der Hochelfen. Koali hat den Ball gefangen, perfekt. Kommt ein Blitz. Haha. Komm, der verletzt sich jetzt auch noch beim Ausweichen. Komm. Zack. Sowas muss bestraft werden eigentlich. Naja. Gut. Das war das Spiel gegen die Hochelfen, gegen die Last Princess. Und dann müssen wir wiederholen. Sehr schön. Alles klar. Und Blood Scorpion ist Spieler des Spiels geworden. Wahnsinn. Da steht's 9 Punkte für Blood Scorpion. Ganz schön krass. Ja. Gehen wir mal zurück und schauen mal, was unsere Aufstiege hier gebracht haben. Manu zuerst. Stufe aufsteigen, Würfel werfen. Irgendwas Normales. Was hat er denn schon? Er hat Tackle und Blocken. Was hat er aus dem Stärkebaum? Hat er noch nichts. Wird es Zeit für einen Knochenbrecher, oder? Sehr schön. Nicht feuern. Irgendwann drücke ich da mal drauf, aus Versehen. So, Beru, nach langer, langer Zeit, fast 2 Saisons hast du gebraucht, bis du einen zweiten Aufstieg hattest. Jetzt gib ihm was Gutes. Na. Na. Tja, was kann man ihm geben, dass er da vorne in der Line nervig ist? Unterstützen wäre schon ganz witzig, oder? Robust. Never went onto the field without a pair of Orchidas on my feet. Ah, das ist eigentlich egal, relativ. Ist schon gut, um ihn ein bisschen zu schützen, hat er immerhin weniger Rüstungswurf. Aber irgendwie gefällt mir das auch nicht so richtig. Unerschrocken, nee. Nee, nee.
Faulen, nee. Mutation, wir könnten ihm eine Mutation geben. Das ist doch witzig. Der Spieler sieht so schrecklich aus, dass jeder gegnerische Spieler den blocken will oder anstelle des Blocks einen Spezialangriff einsetzen will, muss beim B6 und mindestens eine 2 würfeln. Das ist doch nice. Das könnte ihn so ein bisschen schützen. Mero, du siehst einfach schrecklich schrecklich abstoßend aus ab sofort. So. Abstoßendes Aussehen für den Beru. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir gegen Waldelfen spielen. Ach, ist eine Elferei hier. Ja. Hätte ich dem Beru wohl besser doch Tackle gegeben, aber ich glaube, abstoßendes Aussehen ist auch nicht schlecht. Wir sehen uns gegen die Waldelfen. Bis dahin, Heffa, neue Quali. Tschüss!